Beim dritten Einsatz der Vorarlberg Online-Aktion Renta Redakteur kam der Fitnesstrainer Dino Brändle in den Genuss eines freien Vormittags. Die Vorarlberg Online-Redakteurin Lisa Gunz übernahm in der Zwischenzeit seine Arbeit im Vitalcenter Bitschnau in Götzis. Der Lehrling nutzte die freie Zeit, um Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Für Lisa begann der Vormittag mit einer Runde auf dem Ergometer. Denn ein Fitnesstrainer muss auch selbst körperlich fit sein. Im Anschluss durfte die sportliche Redakteurin Sirupflaschen auffüllen. Und die großen Spiegel im Aerobic-Raum auf Hochglanz polieren. In Dornbirn war Dino mittlerweile auf der Suche nach einem Schmuckstück als Geschenk für seine Mutter. Der 19-Jährige ist nach kurzer Beratung auch fündig geworden. Was der Fitnesstrainer jedoch im Hotel Martinspark gemacht hat, bleibt zumindest bis Weihnachten sein Geheimnis. Vitalcenter-Chef Hans Bitschnau überprüfte bei Lisa währenddessen, ob das Verhältnis ihrer Rumpfmuskulatur beim Beugen und Strecken stimmt. Zum Schluss noch schnell die Solarien desinfizieren. Und fertig. Da Dino rasch alle Geschenke gefunden hat, konnte er zusammen mit Lisa noch eine Runde auf dem Rad drehen. Alles in allem war auch der dritte Renta-Redakteureinsatz ein voller Erfolg. Ich war shoppen, Weihnachtsgeschenke für Deltra. Und mir hat es gut gefallen. Also als erstes habe ich mal aufwärmen dürfen auf dem Ergometer, wobei das nicht ganz so anstrengend war, wie nachher im Fitnessraum, also im Aerobic-Raum, die Spiegel zum Putzen. Da bin ich schon mehr in Schwitzer gekommen. Aber Spaß macht es trotzdem, wenn man es nicht jeden Tag macht. Und ja, man kann sich schon zwischendurch auch selber trainieren, weil als Fitnesstrainer muss man anscheinend auch super fit sein. Die Lisa hat das super gemacht. Die kann man also wirklich brauchen. Also wenn ich wieder einmal Bedarf habe oder wenn jemand ausfällt von uns, würde ich natürlich als allererstes bei euch anrufen und würde fragen, ob die Lisa wieder einmal kommen kann.